Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Talk mit mir. Für alle die mich noch nicht kennen, mein Name ist Hannah und ich rede hier meistens über Themen, über die sich nicht jeder traut zu sprechen. Und heute haben wir wieder so ein Thema, worüber Männer ganz gerne mal sprechen, vor allem wenn sie unter sich sind und vielleicht auch damit ein bisschen angeben und die Frauen beeindrucken wollen, aber auf der anderen Seite sich tatsächlich sehr, sehr unsicher sind. Worüber spreche ich denn heute? Ich will heute darüber sprechen, das kennt bestimmt jeder von euch. Das sind nicht 20 Zentimeter, nie im Leben kleiner Peter. Das sind 20 Zentimeter. 20 Zentimeter, schon ganz schön viel und kaum ein Mann hat einen so großen. Ich schwör's euch, wirklich. Penis, das ist wirklich schon eine ganz beachtliche Länge und viele mogeln mit der Länge, schummeln, so richtig dolle. Wünschten, sie hätten größeren, behaupten, sie hätten größeren oder fragen mich, wie groß der größte wäre oder gewesen ist, mit dem ich jemals was hatte. Was für eine unrealistische Frage, also ich bin ganz gut im Schätzen, muss ich sagen, aber ich stehe nicht immer mit diesem Ding daneben und sage so, ganz kurz, genau so bleiben, so ist richtig und jetzt, na, okay, jetzt kann es weitergehen. Das Ding mit dem Abschätzen, warum Männer das wollen, ist nämlich auch so ein bisschen was von Unsicherheit. Genauso wie der Fakt, warum zum Beispiel diese schönen Bilder verschickt werden. Ihr wisst, welche ich meine. Ich meine nicht die Porträtfotos, sondern die Porträtfotos der Gurken. Das hat auch was mit Unsicherheit zu tun. Und ich sage euch heute mal, wie man wirklich das Richtige ausmisst. Das richtige Maß und wirklich das Richtige, ohne Mogeln. Zuallererst würde ich mich aber natürlich freuen, wenn wir ja hier noch ein bisschen weiter wachsen, du den Kanal abonnierst und wenn dir der Talk gefällt, dem Ganzen natürlich auch ein Like gibst und wenn du den Kanal abonniert hast, auch in Zukunft keinen Talk mehr verpasst. Manchmal sind es Talk-Videos, aber manchmal werden hier auch andere Sachen gemacht. Ich bekomme ja auf anderen Seiten oft diese Fotos geschickt und soll dann auch bewerten. Und manchmal, und da bin ich auch wirklich ehrlich, sage ich dann halt so, ich glaube nicht, dass das so und so viele Zentimeter sind. Das sieht wirklich nicht so aus. Auch wenn derjenige darauf beharrt. Und wenn man es einfach optisch sieht, und ich habe jetzt schon in meiner Laufbahn ein, zwei mehr Dödel gesehen, es gibt dafür ja auch so viele schöne Wörter, kann ich das Ganze mitunter jetzt wirklich schon wirklich gut einschätzen. Und wenn der sagt, das sind 20 Zentimeter, ich locker aber nur sehe, das sind 13, 14, ist das nicht schlimm. Das habe ich auch schon sehr oft gesagt. Orientiert euch bitte nicht an dem Maß von dem, was ihr in den guten dänischen Western seht. Das ist einfach nicht die Realität bei jedem Mann. Klar gibt es Glücksfälle und klar kann es sein, dass manche gut bestückt sind und andere weniger gut bestückt. Was für uns Frauen aber nicht der wichtigste Punkt einer Beziehung ist. Das möchte ich nochmal klarstellen. Die Attraktivität eines Mannes messen wir nämlich nicht an seinem Lümmel. Nicht immer. Natürlich, wenn er sehr, sehr klein ist, gibt es Frauen, die damit ein Problem haben. Ebenso, dass Männer, die einen sehr, sehr großen haben, auch ein Problem für eine Frau darstellen können. Also seht ihr, es gibt nicht immer nur Frauen, die mit einem großen Ding auch glücklich sind. Ich hatte zum Beispiel schon mal eine Freundin, die hat sich von jemandem getrennt, weil er einfach zu groß war. Weil sie damit wenig Spaß hatte und es für sie einfach nur schmerzhaft war. Ich erzähle euch heute, wie ihr den richtig misst. Ohne zu mogeln, ohne zu schummeln und damit ihr auch in Zukunft eure richtige Angabe messen könnt. Was gehört dazu und warum macht man es eigentlich? Man muss es nicht machen. Ihr Männer macht es gerne, weil ihr irgendwie sicher sein wollt oder es wissen wollt. Man fängt damit, glaube ich, so in der Pubertät an, zu gucken, wie groß ist er wirklich. Ungefähr so mit 13. Und die Größe spielt bis zum Erwachsenenalter einfach eine richtige, wichtige Rolle. Man nimmt sich eigentlich ein Lineal, man muss nicht ein Maßband nehmen, man nimmt sich halt einen starren Gegenstand. Ich habe jetzt aber kein Lineal zur Verfügung gehabt und finde das jetzt hier auch in dem Fall optisch ein bisschen besser. Dann nimmt man das Lineal und legt die eine Seite an das Ende, wo der Bauch halt endet quasi und das andere da, wo die Eichel endet. Und damit meine ich die Eichel und ich meine nicht die Vorhaut und auch nicht zum Beispiel, wenn ihr eine Phimose habt, die Vorhaut der Vorhaut. Also nicht den Zipfel.
Ihr schiebt die Vorhaut zurück und misst wirklich nur bis zur Eichelspitze. Das ist die exakte Länge eures Gliedes. Es gibt eine Ausnahme, wenn ihr zum Beispiel eine Krümmung habt. Manche sind ja auch in erregten Zustand. Also nochmal, wir sprechen hier vom erregten Zustand. Das sollte ich vielleicht auch dazu sagen. Manche sind ja auch ein bisschen krumm. Das heißt, die gehen nicht so geradlinig, sondern so, also sind quasi gerade und dann sind sie, wenn sie erregt sind, machen sie so einen kleinen Knick nach da oder so nach oben, dann dürft ihr ihn gerade biegen. Heißt aber nicht irgendwie nochmal länger ziehen, das funktioniert auch nicht. Gerade biegen und das ist dann die exakte Länge. Im schlaffen Zustand, das möchte ich auch nochmal sagen, kann er variieren. Das heißt, er kann, gerade wenn es kälter ist, sich zusammenziehen oder entspannen. Also wir messen wirklich die Länge im erregten Zustand. Es wird im erregten Zustand gemessen. Es wird nicht mit Zipfelmütze gemessen, sondern nur bis zur Eichel. Und wir messen ab der Bauchdecke bis zur Eichel. Also nicht von sonst wo. Oberhalb, also oberhalb, ne? Wir sprechen von oberhalb. Oberhalb der Bauchdecke misst ihr. Und nicht unterhalb. Also nicht von den Eiern ab. Und dann bis, das ist nämlich der Grund, warum viele Männer wahrscheinlich mogeln. Also so misst ihr richtig. Ich wollte darüber schon immer mal sprechen, weil es doch ja Phänomene gibt. Die Behauptungen sind da. Die lassen sich quasi nicht von der Hand weisen. Ich hoffe, euch hat der Talk gefallen. Ihr konntet vielleicht wieder mal was dazu lernen. Und ansonsten sage ich bis nächste Woche. Dicken Kuss auf die Nuss. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ist für euch die Größe wichtig oder nicht? Wie war eure Erfahrung bisher? Und habt ihr vielleicht auch ein Problem mit eurer Größe? Wusstet ihr, wie man ihn richtig misst? Ich freue mich, euch nächste Woche wiederzusehen. Nicht vergessen zu abonnieren und mir auch gerne überall zu folgen. Auch auf meinem Haul-Channel, da gibt es wieder was aus meinem Kleiderschrank.